Diskontermöglichkeit für die Augsburger. Oblinger, gut gespielt, Elias! Und Augsburg führt 1-0. Blitzsauberer Konter der Panther. Oblinger und Elias auf und davon. Und die spielen es so, wie man es in so einem Breakaway spielen muss. Nächster Schuss und was für ein Tor von Mörgino. 4-2 für Ingolstadt. Jetzt fällt hier alles. Aber was für Schüsse sind das? Letzte Kontermöglichkeit. Gibt es den Stretch Pass gesehen? Und Byron kommt von der Strafbank. Byron! Der macht's! Das ist ja nicht zu glauben. 2-0 für eiskalte Berliner. Dieses Umschalten, Kopf da oben. Wunderschönes Tor. Da stehen sie immer wieder gut und dann ist sie drin. Und es ist Brandon O'Donnell. Unglaublich. 378 Tage nicht auf dem Eis gewesen. Und dann fälscht er die Scheibe unhaltbar ab. Gut gespielt. 6-1. Hier sehen wir es. Ryan O'Connor spielt die Scheibe runter. Hier auf die Flanke und dann direkt. Also super. Wieder am Puck, dann Joki Paka, Plachter, Tor, der trifft! Und was war das schon wieder für ein Strahl von Matthias Plachter in den linken oberen Winkel? Absoluter Experte, jetzt aber erstmal Mieli! Und den macht er richtig schön. Dann lässt Mieli Daryl Boyle als aussehen. Und dann aus dem Handgelenk. Jetzt wird es ein 4-2. Karacun, Karacun! Und die Scheibe geht vorbei. Und dann ist es tatsächlich Niederberger noch gewesen, der da noch dran ist. Das ist ja unfassbar. Der Niederberger, der kracht schon wieder. Oh, stark von Maximilian Heim. Und da ist das 3-6. Super gespielt. Wow, also ganz, ganz stark. Ja, da lässt er Darren Archibald ganz, ganz alt aussehen. Er schlängelt sich durchs Zentrum. Rowe legt auf die Rückhand, aber Brückmann. Wahnsinn. Peter nochmal mit der Fanghand mit. Wow, man macht alles richtig. Und ja, okay. Brückmann, okay. Sensationell.